Ja, ihr seht schon der Name, The Beast. Hier habe ich ein Tesla Model S Plaid. Das ist der Jürgen. Moin. Moin. Du hast hier in deinem Auto das sogenannte Upgrade bekommen. Korrekt. Und dieses Auto ist sozusagen jetzt freigeschaltet. Soll über, was soll er laufen? 340. 340. Jetzt guckt man hier aus dem Fenster. Wird heute nichts. Leider, es fing gerade an zu regnen. Ich habe mich schon gefreut. Ja, aber trotzdem gehen wir mal einmal kurz durch. Und ihr wisst, meine Videos sind immer kurz und bündig. Wir gehen einmal kurz durch. Was wurde geändert? Was ist anders? Du hast den Wagen wann bekommen? Juli 2023. Juli 23. Das heißt, hier ist wahrscheinlich Hardware 4 drin. Das gucken wir gleich nochmal. Und ganz normaler Autopilot. Und hast dann gesagt, ich möchte das Performance Upgrade haben. Und was das kostet, das kommt hier gleich nach dem Video. Jetzt, wo das Intro gleich läuft, könnt ihr einmal hier unten kurz abonnieren. Nicht vergessen, ganz wichtig. Ja, bis gleich. So, ich habe jetzt hier in dem Auto alle Funktionen geprüft. Wir haben jetzt ein kleines Klackern im Fischergestänge, das gucke ich mir gleich nochmal an. Ansonsten geht hier alles wunderbar. Ich freue mich schon aufs Fahren. Sagst du mir einmal, Jürgen, was hast du bezahlt für dieses Upgrade? Das Auto selber hat was gekostet? 125? 131. Ich war noch bei 131, bevor es reduziert wurde. Und 12.500, 12.800 fürs Upgrade. Okay. Und da sind gekommen Bremsscheiben. Carbon-Bremsscheiben und großen, dicken Bremssättel, genau. Und ein Software-Update. Das ist das Software-Update. Da wird auch das Fahrwerk dann verändert, die Einstellung. Du hast mir eben ganz als erstes hat er gesagt, du hast sofort gemerkt, nach diesem Update, das Fahrwerk ist anders. Korrekt. Ist ganz anders. Stabiler? Ja. Ich komme früher Porsche Turbo S gefahren, ja. Und McLaren. Und das ist Niveau. Auf was? McLaren. Echt? Ja. Also jetzt. Ja. Guck mal, das ist doch mal eine Meinung von jemandem, der sich auch auskennt, der nicht von einem Golf 4 kommt, sondern mit Fahrzeugen rumkantiert hat, die schon ein bisschen was können. Schön, finde ich gut. Ich bin gespannt. Wir fahren jetzt gleich eine Runde los. Wie lange war das Auto weg bei Tesla? Zwei Tage, drei Tage, vier? Der stand in Hamburg, habe ich es machen lassen, 4 Tage. 4 Tage. Okay, und wir gucken uns das natürlich gleich an. Ihr seid dabei. Jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Ich bin aufgeregt. Leider Regen. Die Bremse vorher, die hier drin war, und das höre ich von vielen meiner Kunden, wie war das vorher, die Bremse, die originale, die ab Werk kommt? Die Bremse war aus meiner Sicht nicht standesgemäß hier in dem Auto verbaut, weil ich bin vorher Porsche Turbo S gefahren oder McLaren und war andere Bremsen gewöhnt und deswegen habe ich gesagt, kommt für mich das Upgrade nur in Frage, weil es geht um mein Leben und mir geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Sicherheit. Ja. So geht's auch. Nicht nur Punch und der erste an der Ampel, auch Sicherheit. Ja, ich bin gespannt, wie die Sachen aussehen. Wir fahren. Wirklich unglaublich. Wir fahren jetzt hier bergauf, 178 im Regen. Und er ist erstmal sehr schön leise. Wirklich Glück gehabt. Keinerlei Windgeräusche, wirklich gar nichts. Wenn du jetzt Gas gibst, zack, 222, 230 bei nasser Fahrbahn. Wir wollen es nicht übertreiben. Sicherheit geht vor. Aber die Beschleunigung, der Punch und vor allen Dingen der Durchzug ist wirklich sensationell. Jeden, der von irgendeinem Sportwagen kommt, dieser hier kann es besser. So, nun habe ich eine nasse Bremse gehabt und viele von euch wissen das, einige nicht. Eine nasse Keramikbremse ist zu Anfang nicht ganz so griffig. Muss die einmal ein bisschen warm bremsen, also sozusagen anstopfen oder anstoßen, sage ich dazu. Und dann beißt sie ordentlich. Ich habe es eben gehabt, als die Bremse nass war. Wir sind 220 gefahren, ich habe gebremst. Der Wagen ist dann so etwas nach rechts gezogen und zog dann aber ziemlich gleich wieder in die Bahn. Danach war sie warm, also angewärmt, natürlich geht da mehr. Und dann hat sie super gegriffen. Also der Bremspunkt und das, was die Bremse hier leistet an dieser Stelle in diesem Auto, gerade auch bei der Nässe, ist schon Welten zu dem Plaid. Ich habe ja einige Videos schon über Plaid-Fahrzeuge gemacht, also wesentlich besser. Wesentlich besser und das siehst du, glaube ich, auch so, Jürgen. Aber sowas, ja. Ja. Und jetzt fühlt man sich auch sicher, ne? Ja. Ja. Bin mal gespannt, was sie da alles eingebaut haben. Aber jetzt erstmal Regen. Regen. Hey Uwe, ich hoffe, du kennst mich noch mit ein bisschen neuer Frisur. Auf jeden Fall danke, dass ich hier kurz die Gelegenheit habe, deinen Zuschauern ein Update zu geben zum TRG-Quotenmarkt und nicht nur
zu meiner Frisur. Ich denke, das Wichtigste, was man als Elektroautofahrer wissen sollte, ist, was eine TRG-Quote aktuell wert ist, weil dann kann man eben auch eine sinnvolle Entscheidung treffen, wo man seine TRG-Quote abwickeln lassen will. Und dementsprechend ich als Mitgründer von Carbonify, TRG-Quoten-Spezialist, das ist ja unser tägliches Brot, kann euch hier einmal transparent sagen, was die TRG-Quote aktuell wert ist. Und zwar liegt die bei ca. 80 Euro. Ist also jetzt in den letzten Jahren leider deutlich gefallen. Warum das so ist, haben wir auch ein ausführliches Video auf unserem YouTube-Kanal gemacht. Ist vielleicht auch hier in der Beschreibungsbox verlinkt, wenn es euch genauer interessiert. Aber wichtig ist eben 80 Euro. Und fallt mir bitte nicht rein auf diese bis zu Köder-Lock-Angeboten von Mitbewerbern. Es gibt ja viele TRG-Quotenanbieter, die mit so bis zu 380 Euro, bis zu 420 Euro werben. Aber die Realität ist eben deutlich unter 100 Euro ist die Quote wert. Dementsprechend ist eure Auszahlung deutlich unter 100 Euro wert, weil immer noch hohe Gebühren dazukommen. Und vielleicht bestätigt man sogar in den AGBs einen Zweijahresvertrag, ohne es zu wissen. Also das ist wirklich der Worst Case, dass man sich da über den Tisch ziehen lässt. Macht das bitte nicht. Wir als Carbonify, wir haben drei klare, faire, transparente Angebote für euch. Und das ist einmal die Express-Prämie. Da gehen wir in Vorleistung, zahlen euch 70 Euro innerhalb von einer Woche aus. Bei der Klassik-Prämie bekommt ihr, nachdem das Umweltbundesamt euren Quotenantrag zertifiziert hat, 80 Euro von uns ausgezahlt. Und die Bonus-Prämie, das ist mein persönlicher Favorit, da garantieren wir 90 Euro Mindestauszahlung. Sollten die Quotenkurse also im Jahresverlauf doch noch steigen, dann bekommt ihr bei uns auch deutlich mehr ausgezahlt als eben die garantierten 90 Euro. Und Neukunden bekommen sogar einen 10 Euro Willkommensbonus bei Carbonify. Wir machen die TRG-Quote fair, transparent und garantiert für euch. Wir genießen deswegen die höchste Kundenzufriedenheit unter allen TRG-Quotenanbietern mit 4,9 aus 5 möglichen Sternen auf Trustpilot. Danke an unsere Kundschaft, danke an dich, Ove, und viel Spaß weiterhin mit dem Video, Leute. So, da fragen sich natürlich alle, warum du von so einem Porsche und was du dich alles gefahren hast, warum du jetzt Elektro fährst. Wie ist das passiert? Das war eine Ausfahrt mit meinem Steuerberater, der gesagt hat, komm, ich nehme dich mal mit dem Model 3 vor 4 Jahren, ja. 2018. Und ich war von dieser Model 3-Sache so begeistert, dass ich gesagt habe, muss ich haben. Und das wurde immer verrückter bei mir. Dann habe ich eins nach dem anderen meiner fossilen Brennstoffe verkauft. Ach. Besitze nur noch einen Roller von einer Vespa 300 GT und habe mir heute einen Elektroroller gekauft. Ach, und jetzt werde ich die Vespa auch wegmachen. Ja, weil das ist alte Technik und... Kannst du nicht mehr mit um. So krass. So krass ist das. In welchem Zeitraum? 2019 habe ich mein erstes Tesla und dann bis heute. Ne? Ja. Und ich hatte ungefähr 8 bis 10 Autos. Ja. Was hattest du so für Verbrenner, außer jetzt den McLaren und den Porsche, den du genannt hast? Ich habe noch einen Jeep, einen RS5, einen Targa, einen Porsche Spyder noch gehabt. Alles weg? Alles weg. Alles weg. Wahnsinn, das ist wie bei mir. Ich habe wirklich auch nur noch einen Hot Rod aus alten Zeiten, aus meiner Drexler-Zeit. Den will ich auch behalten. Den fahre ich auch nicht mehr, aber das ist ein Steelbody, den behalte ich. Und ich habe auch noch einen Roller, auch einen 300er, aber ein Royal Alloy, ist der gleiche Motor wie deine Vespa. Und ja, und dann war's das. Vereint heute alles in einem Auto, bin ich der Meinung. Ja. Inklusive die Zukunft. Genau. Und du hast so viel Punch. Wollen wir noch mal einmal kurz? Mal? Ja. Ja, warte mal kurz. Nee, ich glaube, das bringe ich nicht. Das. Ja, noch mal zu den Bremsen. Einmal kurz. Immer dann auch ab und zu mal Warnbremsen. Tatsächlich, wenn die nass ist und die ganze Zeit fahrt, dann dürft ihr keine Wunder erwarten. Ihr müsst sie einmal kurz trocken bremsen. Tatsächlich ist mir eben auch aufgefallen. Kannte ich noch nicht. Ja, auch eine lustige Geschichte. Ich zeige hier, während wir reden, einfach mal das Auto. Spaltmaße. Ja, okay, hier sehen wir was. Ne? Das kennt ihr. Auch hier, guck mal da, ja, guck mal hier, so, jetzt kommt's, auch klassische Sachen, ganz normale Model S Sachen, sowas hier, ja, und jetzt kommst du, jetzt hast du mir gesagt, Spaltmaß und sowas alles ist gar nicht mehr so wichtig für dich, ne? Das war nicht wichtig für mich, nee, sondern wie tanke ich, wie komme ich in Reichweite und habe Mercedes gefahren zwischendurch, weil ich meinen Mercedes kaufen wollte. Und man konnte mir nicht erklären bei Mercedes in Kassel, wie das ist mit Tanken, mit Software, sondern man müsste das an die Softwareabteilung geben. Und ich habe dann selber gegoogelt und habe in der Zeit meiner 3 Tage, wo ich das Auto gefahren bin, denen Hinweise gegeben, wo man ein neues Update abmachen kann. Ja. Und dann hat Kassel festgestellt, dass alle Vorführwagen keine Updates haben. Ja. Und die haben halt immer darauf verwiesen, wie schön das Auto doch ist, aber hatten alle keine Ahnung von Reichweite. Das ist das und das ist Mercedes EQS, davon reden wir. Und da hast du gesagt, geht gar nicht, will ich nicht. Ich will das einfach quick and dirty. Ich will hier nicht nachdenken, ich will keine Inspektion machen müssen. Ich will Over-the-Air-Updates haben und nur laden. Korrekt.
Und da hast du gesagt, die paar Spaltmaße kannst du legen. Egal. Ja. Warte, vielleicht komme ich da auch noch mal hin. Bisher bin ich da noch nicht. Sind alles so Sachen. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, weil das ist immer so mein Problempunkt hier. A-Säule, Kotflügelübergang. Behaltet mal das Bild im Gesicht. Die andere Seite scheppert, habe ich gehört jetzt. Ja, ja, habt ihr auch ganz oft. Wenn man dann schnell fährt, gibt es hier Scheppergeräusche. Ja, mach ich Taschentuch. Genau, muss was hinterlegen. Ein bisschen Neopren oder so. Ja, ich weiß, ich höre euch da draußen schon wieder. Ein 150.000 Euro Auto, das darf nicht sein. Nein, darf es nicht, aber es ist nun mal so. Und wir kriegen das ja nun mal leider nicht hin. Die Kröte müssen wir schlucken. Ne? Es ist echt scheiße eigentlich. Ne? Ja, aber dafür ist die Software geil. Die Software ist geil. Ne? Hier sind auch schon die neuen Scheinwerfer drin. Die habe ich ja leider in meinem nicht. Mit Matrix-Einstellung, auch eine schöne Sache. 265 35 ZR 21 hier auf einer Brockfelge. Wieso bist du auf die Brockfelge gekommen? Warum fährst du nicht mit der Originalen? Und, ich wollte Ersatzteile haben, also ein paar Ersatzräder haben. Ja. Und da wollte ich mir was anderes Schönes noch holen. Die Originalfelge fahre ich als Winterrad. Ist eingetragen, diese hier? Ja. Oder hast du eine ABE, oder? ABE. Ja, hier 9,5 x 21 H2 mit der richtigen Einpresstiefe. So, und jetzt live für euch, live hier im Video, guckt euch mal diese Keramikbremse an. Hier steht sogar Made in UK. Guck mal, wie fett die ist. Alter. 6 Kolben. Wow. Rot. Wahnsinn. Red. Front Knuckle Red. Weißt du, ob die Achsschenkel auch mitgewechselt werden? Das weiß ich nicht. Das ist die Frage. Wenn ihr das wisst, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ja, für den Laien, die sehen das hier und sagen, oh, die ist ja völlig gerissen und alles im Arsch. Nee, das ist ganz normal. Hat auch gut abgelaufen. Sieht wirklich schick aus. Aber das messe ich nochmal hier eben für euch. Das interessiert mich ja nochmal. Ne? Hier einmal der Schätzeisen rangehalten und dann haben wir da 4 cm. 4 cm. Wahnsinn. Ja, guck auch hier drin. Das Lüfterblech ist anders. Ich fahre noch mal hoch, dann können wir noch ein bisschen mehr gucken. Während der Probefahrt haben wir bemerkt, dass das Lenkrad leicht vibriert. Das hatte ich auch bei meinem Tesla Model X. Ja, was hat Tesla gesagt? Wir müssen Reifen auswuchten oder was weiß ich. Nee, ist Blödsinn. Die sind meistens gut ausgewuchtet. Hier weißt du es ja ganz genau jetzt, dass sie gut ausgewuchtet sind. Spur einstellen. Und bitte lasst es von jemandem machen, der da Bock drauf hat, der sich die Zeit nimmt. Dann passt es auch. Dann sind auch die Vibrationen leicht weg. Weil tatsächlich die Spur an sich ist in meinen Augen ab Werk falsch eingestellt. Ja. Ja, Bereifung hinten. Zack. 295, 30. ZR21, auch mit einer Felge, wahrscheinlich eine andere Größe als vorne natürlich, wahrscheinlich eine 10J, oder? Ich glaube. Ja, gucken wir gleich mal, finden wir raus. Nachdem das Update gemacht wurde an dem Auto mit den Bremsen, habe ich natürlich gefragt, weil der offen ist auf 340, brauche ich jetzt eine andere Versicherung, dann muss ich das meiner Versicherung melden. Ich habe es gemeldet. Es gab aber, die haben immer gefragt, gibt es noch ein Zertifikat dafür? Ich habe nichts gekriegt, außer die Rechnung, dass ich das gemacht habe. Ja. Wichtig war für mich, dass ich das gemeldet habe. Ja, ja, damit die nicht hinterher sagen, oh, du, das Auto fährt ja schneller. Und dann genau, oh, oh, böser Mann. Und Versicherungen sind ja alle freundlich. Ich weiß gar nicht, das wirst du wahrscheinlich nicht mithaben, aber für euch, die da draußen Zielpapiere haben von dem Platt, guckt mal rein. Ich glaube, es ist ab Werk schon eingetragen, diese hohe Geschwindigkeit und alles. Deswegen sollte das eigentlich sicher sein. Übrigens, die hinteren Felgen, auch von Brock 10,5J. Hier hinten schöne 4-Kolben-Bremsanlage, auch fett. Hier nochmal ein Close-Up auf die Scheibe. Ist das amtlich, Leute? Ist das amtlich? Ich finde das ja so mega geil. Mensch, ich habe schon gesagt gerade zu Jürgen, nicht, dass ich da auch noch Bock drauf habe. Ihr Bock auf ein Plätt? Hier, leichte Beschädigung am Bremssattel. Oh, ärgerlich. Ist wahrscheinlich beim Montieren passiert. Böser Mechaniker. Nächstes Mal Bescheid sagen.
Bestimmt. Wie soll da sonst was hinkommen? So, und jetzt gehen wir mal hier vorne hin. Ja, und tatsächlich, meine Vermutung, der Achsschenkel, das Teil hier ist das Originale. Und die Platte hier, übrigens mit fetten Kühlrippen, wird dann angeschraubt. Und so kommt das Upgrade zustande. Ja, so sieht's aus. Schon amtlich, oder? Ja, ihr merkt, kommt der alte Rennvogel durch, der sich sagt, Mensch, so ist es amtlich. Ja, und das Fahrwerksverhalten war auch super. Gut, wir müssen weitermachen, wir müssen noch einen Akku gucken, das wollt ihr natürlich auch sehen, dranbleiben. So, nochmal hier zu den Spaltmaßen, deswegen ist ja der Jürgen hier. Hier seht ihr, wie der Spalt enger wird. Und hier vorne geht er wieder auf. Also müsste man das nochmal einstellen. Im Vergleich nochmal zur anderen Seite, hier ist es gleichmäßig. Gleichmäßig groß, muss man dazu sagen. Dann ist mir noch aufgefallen, schön auf der Bühne, das ist das Gute, wenn man so ein Auto auf der Bühne prüft, dass die Fahrertür etwas zu weit vorsteht. Guck mal, könnt ihr das sehen? Ich glaube ja, ne? Hier könnt ihr das sehen. Die müsste ein bisschen rein, steht zu weit vor. Ein bisschen Vorstand ist gut, aber das ist zu viel. Ja, natürlich sind bei meinen Checks, ob nun End of Warranty oder auch nicht, Neuwagenchecks, Gebrauchtwagenchecks, solche Sachen hier inkludiert, dass wir uns dann auch natürlich hier mit der Wärmepumpe und dem System drumherum beschäftigen. Ich werte das aus und ihr kriegt es dann auch als Bericht mit. Also da gibt es schon tolle Sachen, eine ganze Menge, was man hier in dem Service-Mode lernen kann. Ganz wichtig, nicht dran rumfummeln. Wenn er keine Ahnung hat, kannst du auch einigen Scheiß einstellen. Ja, wenn es nicht geregnet hätte, hätten wir auch mal hier ein bisschen die Performance checken können. Aber hier ist auch geil, Consumption unendlich. Das ist mega, oder? Akkudaten kommen dann gleich nochmal. Hier gibt es natürlich schon eine Degradation, aber das sage ich euch gleich. So, okay, das war der Check von einem Platt mit Performance-Paket. Nochmal zum Akku, die Daten ganz schnell aufgezählt. 2144 Kilowattstunden DC und 1764 Kilowattstunden AC. Das Auto hat 14.000 Kilometer gelaufen. Ja, und damit haben wir schon eine Degradation von 4,7%. Das ist ganz normal bei Elektroautos. Zu Anfang ist die Degradation, der Kapazitätsverlust höher und wird dann flacher. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, und rekuperiert ist auch schon worden, und zwar 830 Kilowattstunden. Ja, die Spaltmaße, und das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ja, ihr wisst ja, steht er. Later. Ha, danke. Jürgen weiß es. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.